Hallo Film- und DVD-Fans, willkommen zum dritten und ja, letzten Part des Wunsch-Updates zu den Kinowelt-Releases. Im letzten Video waren natürlich auch zwei Autos-Releases, die ich gezeigt habe. Mehr habe ich allerdings von denen nicht. Jetzt zeige ich euch die letzten Kinowelt-Veröffentlichungen, die in meiner Sammlung halt ihren Platz haben. Fangen wir mal an mit einer wirklich hübschen Edition. Und zwar die Special Edition von Scream mit der 6 Sekunden längeren Extended Version. Das Cover sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus. Muss ich mal wirklich sagen. Die DVD ist ungeprüft. Und ja, ich muss sagen, sie ist auf jeden Fall eine Steigerung gegenüber den anderen vorherigen Veröffentlichungen. Was man natürlich auch an den Extras sieht. Und an der Gestaltung des Schubers. Das Innere sieht dann so aus. Und so sieht es innen drin aus, nochmal mit der Kapitelanwahl, dann hier nochmal der Extras aufgelistet und da ist nochmal die DVD. Das Ganze ist natürlich ja ungeprüft und ich finde auch interessant, dass in den Extras auch gezeigt wird, wo ja also wo die Schnitte angesetzt worden sind, wo die Szenen jeweils länger sind. 6 Sekunden hört sich nicht viel an, allerdings ist einiges anders an der Filmversion, zum Beispiel die Anfangsszene, ja. Mit Drew Barrymore ist etwas länger, wenn die Kamera auf sie zufährt. Einige werden schon wissen, welche Szene es ist, bevor dieser berühmt-berüchtigte Titelsatz von Scream kommt. Ansonsten muss ich nicht viel zu dem Film sagen, hat Wes Cravens Comeback beschert. Ja, und war einer der ersten Horrorfilme, die überhaupt an den US-Kinokassen über 100 Millionen US-Dollar eingespielt haben. Vorher war ein richtiger Geheimtipp, keine großartige Werbung, gar nichts. Nur durch Mundpropaganda hat sich der Film allmählich zu einem richtigen Selbstläufer entwickelt und wurde dann zu einem richtigen Hit und hat dann nebenbei ja die Teen-Slasher-Welle wiederbelebt. Mitte der 90er. Auf jeden Fall eine sehr gute DVD-Veröffentlichung, ein sehr geiler Film, ein moderner Klassiker, der auch sehr selbstironisch und referenziell ist. Dann, erst vor kurzem erschienen, ja, die Horde. Wieder mal eine französische Genreproduktion, diesmal allerdings nicht mit Gefolter und so weiter und so fort, sondern ganz klar, hier geht es um Zombies. Könnte man so akquirieren als eine Fortsetzung von 28, weil, wie das hier passiert, keine Ahnung, wird auch nicht geklärt. Ist uncut, wobei ich sagen muss, der Film hätte man locker mit einer Spio veröffentlichen können, weil so hart, so kompromisslos wie hinten an der offenen DVD-Cover angezeigt wird, ist er bei weitem nicht. Also da habe ich viel härtere Sachen gesehen. Splatter, Gorehounds werden sogar teilweise recht unbefriedigt sein, weil der Film hat nicht allzu viele kreative Kills. Es fließt zwar Unmengen Blut, vor allem computergeneriertes Blut, aber so megamäßig hart oder innovativ ist er bei weitem nicht. Aber er ist schon sehr unterhaltsam und nebenbei versucht er noch ein bisschen Tiefgang zu haben mit dieser französischen Integrationspolitik. Ist natürlich ja, wie man sieht, hier wieder ein paar Klischee, diese Klischee-Gangster, die aus verschiedenen Nationen stammen, ob Afrika oder ich glaube der eine aus Serbien, aber ja. Auf jeden Fall kann man sich zu Gemüte führen. Die DVD ist technisch, muss ich sagen, sehr gut gelungen. Der Film sieht teurer aus, als dass das war. Allerdings nur die Uncut-Version zu empfehlen, denn in der 18er Version der deutschen Fassung fehlen eigentlich die einzigen wirklich brutalen Schauwerte. Ansonsten, ja, muss man selber entscheiden, ob man drauf steht. Ich muss sagen, Martyrs oder halt High Tension sind immer noch meine hohen Lieblinge, aber die Horde kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Dann haben wir eine wirklich schöne Box, die damals erschienen ist, die ist damals rausgekommen, wo Jeepers Creepers 2 dann von Kinowelt auch als Single Disc und Special Edition released worden ist. Die Rechte vom ersten Teil liegen ja immer noch bei VCL beziehungsweise Marva. Marva gibt es ja nicht mehr, die sind pleite gegangen. Das hier ist die 4 DVD Deluxe Edition mit wirklich sehr, sehr umfangreichem Bonusmaterial, sehr, sehr guten Making-Offs und so weiter und so fort. Wirklich sehr gut. Ich muss sagen, ist eine wirklich gut gemachte Horror-Franchise. Vor allem der erste Teil ist wirklich sehr, sehr gelungen. Der zweite Teil sind einige schon ein bisschen schlechter, aber der war auf jeden Fall auch sehr, sehr unterhaltsam. Und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr dickes Digipack. Und hier sieht man natürlich da jeweiligen Extras, die ganzen Features und so weiter und so fort. Regie hat Victor Salva geführt.
Anmerkung zu dem, der hat ja jahrelang diese Vorwürfe wegen Kindesmissbrauchs gehabt. Das ist jetzt wirklich mein erstes Thema, was ich mal ansprechen will. Und leider wurde er auch dafür verurteilt, weil er hat es wirklich getan. Er wurde sozusagen abgestraft, hat seine Straftat hinter sich gehabt. Jeepers Creepers 1 und 2 ist neben Powder, wo er einer seiner bekanntesten Filmarbeiten. Ja, er wird halt immer mit diesem Marke leben müssen, aber was soll's. Jeepers Creepers ist wirklich gute Genrekost und das Digipack ist wirklich eine Wonne. So, jetzt wird's ein bisschen lustiger. Nach all den Blutgrätschen mit einem wirklich lustigen kleinen Low-Budget-Animationsfilm, und zwar die Rotkäppchen-Verschwörung. Ein sehr, sehr witziger Film, wirklich, den gucke ich sehr, sehr gerne. Der verdreht diese Story von Rotkäppchen und dem bösen Wolf ein bisschen anders so. Sowas wie die üblichen Verdächtigen halt. Da sind dann diese Verdächtigen, der Holzfäller, die Oma, der Wolf. Wirklich sehr, sehr gut gemacht, diese verschiedenen. Jeder von denen erzählt seine Version von dem, was in Wirklichkeit passiert ist. Und am Ende wird das dann zu einem zusammengefügt. Muss ich sagen, sehr gut. Der Film war sogar ein richtiger Überraschungshit in den USA. Die Herstellungskosten waren so minimal. Das sieht man natürlich den Animationen an, die sind ein Pixar-Film, die kommen gegen Pixar-Film nicht an, mussten sie aber nicht, der Film hatte viel Charme, geile Dialoge, die Songs sind zum Wegschmeißen, ein wirklich saulustiger Film, muss ich sagen, und die DVD kann ich wirklich empfehlen, die kriegt man schon für unter 8 Euro, ein sauwitziger Film, genau das Richtige für schöne, für einen gemütlichen Nachmittag mit der Familie, richtig schöne Familienunterhaltung, wirklich absolut schräger Film, aber der macht auf jeden Fall was her. Dann, ja, wieder mal ein Digipack im Schuber, und zwar Kinder des Zorns 1 bis 3, und zwar auch Uncut, habe ich hier, ja, hier in Deutschland einfach so mal bei den 16er Filmen zwischenstehen sehen. Scheinbar wollte niemand mitnehmen, hatten sich unter der Lantige besorgt und hat sich dann doch anders überlegt. Und dann habe ich das Teil gefunden für 15 Euro und habe mir gesagt, komm, nehme ich ihn mir mit. Weil ich hatte vorher den ersten Teil nur auf DVD gehabt von Laser Paradise, hat eine scheiß Qualität gehabt, hab ihn dann verscherbelt. Und das hier muss ich sagen, die Lesebox von Kinowelt ist bislang das Nonplusultra für die ersten drei Teile, die hier erschienen sind. Die anderen sind auch erschienen, die sind allesamt aber nicht indiziert. Die ersten drei schon. Ich muss sagen, Teil 3 ist mein Lieblingsteil, das ist wirklich der, ja, der brutalste von allen, der hat wirklich sehr, sehr fantastische Effekte, auch das Monster am Ende. Das sieht auch wirklich abgefahren aus. Eine gewisse Trash-Note. Auf jeden Fall erkennt man es daran, an diesem Button, dass es ungeprüft ist. Von der 18er Box würde ich die Pfoten weglassen, wenn da fehlen nämlich bei allen drei Teilen zusammengerechnet über eine Viertelstunde Film. Muss man nicht wirklich haben. Aber dieses Digipack ist wirklich erste Sahne, hatte ich schon ein bisschen ausführlicher vorgestellt, ganz am Anfang. Und wirklich definitiv eine Empfehlung wert. Kinder des Zorns 1 bis 3 in Uncut Digipack hier mit Prägung, wirklich sehr schön. Dann kommen wir zu den letzten Stücken. Einmal hier Saw 1 und 2, die beiden Director's Cuts in der Limited Steel Edition, ist damals erschienen, wo der dritte Teil in die Kinos gekommen ist, auch mit Kinokarte. Ich bin damals in den dritten Teil reingegangen, hab mir das gegönnt, dass da halt so eine Kinokarte drin war. Für kostenlosen Eintritt hat mir das dann gegeben, war recht gut. Was ich sagen muss, hier ist die Unrated Version von Saw 2 drin und nochmal ein ganz anderer Director's Cut vom ersten Teil. Allerdings betrifft das nur so bestimmte Farbfilter und so. Da ist es ein bisschen anders und auch ein paar längere Einstellungen bei einigen Dialogszenen gibt es auch zu bewundern. Deswegen ist das wirklich Pflicht. Also kann man sagen, es gibt zwei Director's Cut Versionen von Saw. Und hier hinten das Bonusmaterial auch sehr ausführlich. Und da musste ich leider hier reinmachen, weil da ist mir das rausgebrochen. Aber ich muss sagen, ein sehr, sehr hübsches Steelbook mit einer Menge Extras. Saw 1 muss ich nicht viel sagen, Saw 2 ist meiner Meinung nach die schwächste Fortsetzung von allen. Saw ist sowieso Kultfilm, an den kommt keines der Secrets dran, weil die Secrets sind ja mehr Horror, Saw ist mehr psychologischer Thriller mit Horrorelementen. Aber das Steelbook sieht wirklich erstes an. Dann kommen wir zu einem Schmuckstück, für das ich wirklich ordentlich Kohle hinblättern musste, 40 Ocken, aber es hat sich rentiert. Noch in einem sehr guten Zustand, auch wenn sie gebraucht war, Collector's Edition vom ersten Teil. Und ja, leider ist hier, das habe ich so gemacht, weil andere haben das immer gezeigt, wenn man das da drüber macht, dann ist die Hälfte vom Titel, sieht man immer noch, ist ein bisschen komisch gemacht, aber egal.
hat keine Limitierung, das Teil ist dennoch selten, ist eines der ersten Mediabooks gewesen, was rausgekommen ist. Kinowelt hat da wirklich was Hübsches veröffentlicht. Director's Cut, Kinofassung sind drauf, die Extras hören sich viel an, sind aber nicht wirklich viel, ist aber nicht so schlimm. Soundtrack ist auch an Bord, den habe ich auch noch separat, mal sehen, was ich da dann mache. Aber wirklich eine Top-Empfehlung, ein Sammlerstück, wirklich, gehört in jede gute Sammlung. Dann die Limited Collector's Edition vom zweiten Teil mit der R-Rated Version. Ja, kann ich auch wirklich empfehlen, die Extras sind hier üppiger wie beim ersten Teil. Ist meiner Meinung nach der schwächste Teil von allen. Ist aber dennoch sehr unterhaltsam, vor allem der Twist, der reicht dann einiges wieder am Ende heraus. Und die Extras sind wirklich bombig. Ja. Dann zu einem der besten Sequels überhaupt, Saw 3 in der Unrated Version, ist nur in Österreich erschienen. Noch mehr Bonusmaterial. Kinowelt hat sogar wieder exklusiv einiges selber produziert, zum Beispiel so ein Fantreffen mit dem Regisseur Darren Lynn Bousman. Ja, also da kann man wirklich nicht meckern. Es gibt natürlich noch eine Director's Cut Version, allerdings die braucht man nicht, die hat nur 7 Minuten mehr Handlungsszenen, Dialogszenen, die bieten nicht mehr an Gewalt, Gore oder Splatter. Ja, und wie man sieht, ist natürlich limitiertes Teil, wirklich hübsches Mediabook, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall Saw 3, eines der besten Sequels. Dann kommen wir zu Teil 4, auch nicht von schlechten Eltern. Ist auch nur ungeprüft in Österreich erschienen. Die deutsche Spielversion war ja leider über eine Minute geschnitten gewesen. Ich habe mir damals im Kino angesehen, mir sind die Schnitte sofort aufgefallen, war total ärgerlich gewesen. Und hier ist auch wieder eine wunderbare Edition, muss ich sagen, ist natürlich die Unrated Version. Und ist ungeprüft, ist schon recht harter Tobak, mit neben dem dritten Teil der brutalste wohl von allen. Die Extras sind auch sehr, sehr ausführlich, gibt ein sehr gutes Making-of. Und ich muss sagen, ein guter Start für den zweiten Teil, also für die zweite Trilogie. Im dritten Teil ist der Jigsaw am Ende gestorben, das hier war der Anfang der neuen Trilogie. Ja. Dann Saw 5, ja, ist wieder etwas schwächer gewesen, lief an den Kinokassen aber dennoch ganz gut. Und hier sind die Kinofassung und die Unrated mit an Bord, finde ich wirklich wunderbar. Der Film wurde ja auf den Listenteil, Liste A beschlagen, also für Jugendgefährden, wenn ich mir jetzt nicht entsinne. Wenn nicht, dann korrigiert mich, wenn ihr eure Kommentare schreibt. Ja, das war der einzige Teil nach Teil 2, der auch in Deutschland dann erhältlich zum Kaufen war. Wurde nach einer Weile natürlich indiziert, mal wieder. Teil 4 ist in der Unrated übrigens nicht indiziert. Und hier muss ich sagen, sieht wirklich geil aus. Hier vorne Scott Patterson, der den Agent Stram spielt, in dieser wirklich schrägen Falle da. In diesem Kubus, da wo das Wasser langsam reinläuft. Ja, und ich muss sagen, ist dennoch ein sehr solider Teil. Vor allem das Finale ist wirklich wieder sehr gut gelungen. Fies. Der Anfang ist optisch mal wieder brachial mit dem Pendel des Todes. Kann man wirklich nichts sagen. Die Story, ja, wenn man da durchsteigen will, muss man sich natürlich die anderen Teile auch angucken. Aber auf jeden Fall ein guter Teil. Die Extras sind allerdings nicht mehr so üppig. Da sind nicht mehr so viele, aber ist auch nicht so schlimm. Dafür, das Mediabook macht wirklich was her, sieht wirklich geil. Und last but not least, auf dieses Mediabook habe ich über 4 Monate warten müssen, Saw 6, natürlich auch die Unrated und die Kinofassung wieder mit an Bord, wobei ich die Kinofassung hier favorisiere. Die Unrated hat nur 2 harmlose Einstellungen am Anfang bei den Goa-Szenen und sonst der Rest sind alles nur Handlungsszenen, über eine Minute länger. Das Bonusmaterial ist hier noch weniger geworden, was wohl daran lag, dass der Film ein kapitaler Flop an den US-Kinofassen und Kinokassen und auch weltweit war. Ist aber nicht so schlimm. Ich muss sagen, er ist eine Steigerung gegenüber dem fünften Teil. Er schließt auch in sich die zweite Trilogie sehr gekonnt ab mit einem wirklich fiesen Ende, muss ich sagen. Wurde blitzindiziert, bevor er rauskam, war relativ schade. Dann haben ihn einige Händler bei Müller und so für über 30 Euro gehandelt. War recht ärgerlich gewesen. Ja. Jetzt genug geredet mit Saw 6. Endet auch endgültig mein dritter Teil meines Wunsch-Updates. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie immer fleißig kommentieren, aber auch abonnieren. Das war's. Ciao, euer Lord.